Gut, wie schaut es so von der Entwicklung in den letzten Jahren aus? Also ich gehe mal von den beiden großen Foren eigentlich aus. Das ist einmal gp2x.com. Das ist eigentlich so die englische Anlaufstelle gewesen für die Open Source Handhelds. Hat angefangen mit dem GP32. Ich habe immer so jährlich geguckt. Nach einem Jahr waren es 800 Mitglieder. Also relativ klein, wie gesagt, von den Verkäufen. Es ist eben einfach eine Nische. Hier sind dann im nächsten Jahr schon mal 2400 Mitglieder dazugekommen. Also da hat sich das Ganze schon mal verdreifacht, weil die Leute einfach gemerkt haben, es gibt ja keine Werbung in dem Sinne, sondern es breitet sich ja wirklich durch Mundpropaganda aus. Und damit sind es immer ein bisschen mehr geworden. Hier waren es ein bisschen weniger. Hier sind es dann deutlich mehr geworden. Das war ungefähr das Jahr, wo der GP2X rausgekommen ist. Das heißt, der Nachfolger hat schon auf deutlich mehr Interesse geweckt als der Vorgänger. Deswegen ist es auch hier etwas abgeflaut gewesen, weil hier gab es jetzt nur den GP32 und der GP32 lief nur mit SMC-Karten und die gab es in dem Jahr nicht mehr, die wurden nicht mehr hergestellt. Dadurch war es klar, ich kriege die Karten nicht mehr, ich habe weniger Käufer, ich habe weniger neue User und hier sind es dann eben deutlich mehr geworden, weil der GP2X rausgekommen ist. Auch hier gab es in dem Jahr dann wieder eine größere Steigerung. In dem Jahr gab es wieder weniger, weil da ist auch der GP2X dann langsam gestorben und es ging Richtung nächsten Handhelds, das war eben dann der Wiss und die Pandora. Aber so, man sieht eigentlich ganz deutlich, immer wenn ein neues Gerät da ist, das Interesse wird immer höher. Es steigt zwar langsam an, aber es ist wirklich immer deutlich am Ansteigen. Und das zeigt doch eigentlich schon mal, dass man mit den Geräten auch auf dem richtigen Weg ist. GP2X.de schaut es ähnlich aus. Wir haben angefangen im Mai 2006, das war eben zum Start vom GP2X. Da habe ich die Community ins Leben gerufen, das ist die deutsche Community. Da waren es dann nach 450 Mitglieder nach einem Jahr und da sind dann auch immer so 460 bis 300 sind dazugekommen. Also das ist natürlich bei weitem nicht so groß wie die englische Community, wobei man sagen muss, dass auch viele, ich kenne auch viele aus Deutschland, die in der deutschen gar nicht aktiv sind, aber dafür in der englischen aktiv sind, weil sie größer ist. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt viele, viele stille und unregistrierte Mitglieder. Also ich sehe es an den Downloads, die sind wirklich überproportional gestiegen. Also ich habe jetzt momentan über 1 Terabyte Traffic im Monat, was natürlich schon heißt, dass da einiges an Downloads passiert, weil die meisten Spiele sind ja nur ein paar Megabyte groß. Man sieht es auch daran, also wenn jeder selber denkt, ich selber bin Arch Linux User, bin ich im Arch Linux Forum angewendet? Nö. Also die meisten, die wirklich nur zum Spielen gekommen sind und nicht irgendwie was mitentwickeln wollen oder Fragen haben, die melden sich wahrscheinlich nie am Forum an. Und auch zum Runterladen muss man sich nicht registrieren, es ist alles komplett registrierungsfrei. Das will ich auch so lassen, weil ich bin eigentlich gegen diese ganzen Datensammlerei und ich bin dagegen. Ich meine, wer Zusatzfunktionen möchte, dass er Kommentare hinterlegen kann, klar, der muss sich registrieren. Aber wer wirklich nur seine Spiele haben will, der kriegt die auch komplett so ohne irgendwelche Registrierung. Das war so im Prinzip erstmal so der kleine Vortrag. Weitere Infos im Netz gibt es, wie gesagt, auf der deutschen Seite oder in der englischen Community. Wer Downloads will, der ist eben auf openhandhelds.org, das ist mein Archiv, gut aufgehoben. Und Homebrew allgemein gibt es auf pdroms.de. Ich habe den Vortrag eigentlich dann so gedacht, dass jetzt so allgemein so Fragerunde ist, Antwortenrunde ist, Diskussionsrunde. Also wer Fragen hat, kann natürlich gerne loslegen. Hier Fragen. Ja, ich wollte eine Frage stellen, die jetzt schon von tausenden Leuten immer wieder gefragt wurde. Aber jetzt mal ganz unverbindlich, jetzt sind die Gehäuse in der Produktion und alles und würden Sie eine ganz unverbindliche Schätzung abgeben, wann wir endlich unsere Pandoras bekommen? Meine Lieblingsfrage, ja. Ja, ich weiß. Ich kann es verstehen, nach, wie gesagt, über 2 Jahren Verzögerungen und immer wieder Ankündigungen, jetzt wird es soweit, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit, weil wir selber so blauäugig waren und wirklich gedacht haben, jetzt ist es auch soweit. Ja, also wie gesagt, die Gehäuse sind jetzt in der Produktion. Die Roadmap schaut aus, dass, glaube ich, am 15. die Gehäuse soweit fertig werden, dann alle verpackt werden, am 18. versendet werden und dann am 22. in England ankommen. Wir haben dann noch so ein bisschen Puffer natürlich mit eingeplant. Wir werden nicht alle am 22. in England stehen zum Zusammenpacken, weil wenn wir wirklich irgendwo hängen bleiben, dann sitzen wir 5 Tage rum und nichts passiert. Wir werden wahrscheinlich ein paar Tage später eintreffen und dann geht der Zusammenbau los. Das heißt, ja, wenn jetzt da wirklich nichts dazwischen kommt, also wir hatten jetzt erst ein Erdbeben in Chile, solange wir jetzt kein Erdbeben in England oder so haben oder irgendwo einen Vulkanausbruch in der Nähe von der Firma, wo wir es zusammenbauen, solange sollte jetzt eigentlich tatsächlich nichts mehr schief gehen können. Aber ich bin da sehr vorsichtig, weil wir haben schon öfters gedacht, es kann nichts mehr passieren, aber das Leben lehrt wirklich, es kann immer was passieren. Aber wie gesagt, wenn es gut wird, also Zusammenbau, denke ich mal, sind wir so 2 Wochen bis 20 Tage beschäftigt. Und wenn alles glatt läuft, dann wird auch schon versendet, während wir bauen aus England. Hallo,
Ich weiß, dass ich das auch online nachlesen könnte wahrscheinlich, aber ich bin jetzt hier relativ unbedarft hergekommen. Mhm. Ich würde mal die Hardware interessieren, die da drin ist. Da ist ein OMAP-Chipsatz drin, der OMAP 3540, glaube ich, genau. 3530, die beiden verwechsel ich immer. Ist quasi die gleiche, vergleichsweise der gleiche Chip, der auch im neuen iPhone werkelt. Das heißt, ein richtig schöner aktueller ARM-Prozessor mit Spezifikation 600 MHz, wobei wir die auch schon auf 800 MHz getaktet haben. Und eben ein SGX 3D-Prozessor drin, der OpenGL ES 2.1 unterstützt. Und dann eben gut zwei SD-Karten-Slots. Warum zwei, haben viele am Anfang gefragt, hat Folgendes. Zum einen kann ich dann 64 GB dazustecken, wenn ich will. Zum anderen ist das Gerät ja Open Source und es haben schon viele Leute angefangen, andere Betriebssysteme zu portieren. Also wir haben auch schon mal Debian drauf laufen gehabt, wir haben schon Ubuntu drauf laufen gehabt. Gentoo wird auch gerade schon portiert. Android hat einer zum Laufen gebracht und im internen Speicher ist zwar unser Betriebssystem installiert, aber wer einfach mal schnell ein anderes ausprobieren will, der kann den ersten SD-Karten-Slot zum Booten nutzen, kann also wirklich sein eigenes Betriebssystem zum Rumhacken und Rumbasteln zum Booten verwenden und hat dann immer noch eine Speicherkarte frei, wenn er irgendwie mal schnell Filme, Spiele oder sonst was drauf laufen lassen möchte. Es kann aber auch über USB-Buchse gebootet werden mit einem USB-Stick? Genau, also über USB-Stick nicht, sondern man kann über USB einen Bootloader rüberschicken. Also ich kann zwar meine Bootdaten über USB schicken, über einen USB-Stick müsste theoretisch auch gehen, wenn es im U-Boot eingebaut ist. Das ist ganz normal U-Boot drauf. Ich weiß nicht, ob es unser aktueller kann. Das hat jetzt noch keiner ausprobiert, aber das kann man natürlich hinzufügen. Es wird sehr, sehr viel passieren. Wir haben jetzt zwar grundsätzlich die Software laufen. Das Einzige, wo wir noch am Kämpfen sind, ist das Wi-Fi, was daran liegt, dass der OMAP leider über SDIO läuft und SDIO unter Linux noch nicht wirklich Unterstützung hat. Also da muss noch einiges gehackt werden, dass der eingebaute Wi-Fi-Chip funktioniert. Wi-Fi-Chips über USB funktionieren natürlich schon, also Wi-Fi-Sticks. Und das Betriebssystem an sich läuft. Läuft heißt natürlich, wir haben die Grundfunktion, wir haben alle Treiber drin, wir haben einen hardwarebeschleunigten Desktop drinnen, wir haben 3D-Treiber laufen, aber es gibt natürlich auch im Bootprozess viel Optimierungsbedarf, also wie das allgemein ist, man kann viel auf den kleinen Bildschirm hin optimieren, wobei ich das eigentlich ganz gern mag, dass ich einen normalen Desktop habe und nicht irgendwie so ein fingerfreundliches Ding. Ich mag lieber meinen Midori-Browser als irgendwie so ein Fennec, wo ich mit meinen Fingern auf dem Bildschirm rumtatschen muss. Da wird sich viel tun, vor allen Dingen auch die Community. Also es war ganz lustig, wir haben vor kurzem mal den Status veröffentlicht, wie das Betriebssystem momentan ist. Einige waren schockiert, dass da so viele kleine Fehler im Endeffekt drin waren, die aber eigentlich wirklich keine waren. Es war einfach nur, dass das Tastaturmapping noch nicht gemacht worden ist, das aber alles inzwischen fertig ist. Und andere wiederum, das waren dann die Entwickler, die haben gesagt, ach Mensch, schade, ich wollte doch auch noch so viel machen, jetzt ist ja schon fast alles erledigt. Also es ist eigentlich wirklich komplett getrennt, aber darunter leiden eigentlich viele, viele Open Source Projekte. Man erinnert sich an das OpenMoko, ein Open-Source-Telefon, das die ersten 6 Monate nicht telefonieren konnte. Das war natürlich so eine andere Geschichte. Es ist auch so ein Fall von den kommerziellen Herstellern, es ist halt sehr, sehr wenig Hardware-Unterstützung da erstmal. Aber jeder, der mit Linux schon ein bisschen gearbeitet hat, der weiß, das kommt. Und wir selber sitzen natürlich auch mit einigen Leuten dahinter, dass wir auch unsere eigene Hardware natürlich komplett zum Laufen bringen. Aber ich erwarte sehr, sehr viel Patches auch von der Community. Zumindest war es die letzten Jahre schon so und jetzt ist es noch viel offener. Also ihr habt euch schon mit Geduld und Demut ja schon bewiesen, dass ihr das besitzt, ja, indem ihr auf die wunderbare Hardware gewartet habt. Unsere Hörer da draußen interessiert noch, weil wir ja nicht nur hier eine große Cloud haben, die hier zuhört, sondern draußen ist noch eine Cloud an den Endgeräten. Kann man deine Folien irgendwo im Internet bekommen oder wenigstens... Die kann ich zum Download auf die Homepage dann stellen. Dann sag nochmal die Homepage. Die Homepage ist openpandora.de. Oder openmandora.org, das geht beides auf die gleiche Seite und von da werde ich dann das Ganze mal online stellen, ja. Okay, mal online stellen, da kommt immer gleich die Frage, wann ist das da? Wenn ich dazu komme, ich denke mal, heute mit dem Zug komme ich um 12 Uhr nachts nach Hause, also werde ich es heute nicht schaffen, aber ich glaube, ein PDF uploaden werde ich morgen noch hinkriegen. Super, okay, also Leute draußen, morgen sind die Sheets, die ihr hier live sehen konntet, auch online, dann könnt ihr das nochmal nachhören, denn diese Aufzeichnung der Sendung könnt ihr nicht nur, ich weiß nicht, in welchem Fernsehen man das sehen kann oder das wo es ist. Auf die Seite stellen. Auf die Seite stellen. Man kann es aber auch bei uns nachhören, radiotux.de im Archiv wird es dann auch nochmal zu hören sein. Da kann man sich die Folien bei ihm parallel angucken. Hat man auch noch ein Vergnügen, wenn man nicht ein Bewegtbildgerät gerade zur Hand hat. Genau. Zum Beispiel. Okay, noch Fragen? Ja, da kommt noch was. Hier kommen noch mehrere.